Verschwinde, bevor ich dir die Rübe wegschieße, kapiert? Gut, und jetzt komm hierher, Gurkenhals. Verzeihung? Was? Bitte hören Sie auf, mein Haus zu beschießen. Das ist wirklich zermürbend. Tut mir leid, Sunny Boy, aber Befehl ist Befehl. Wie kann ich Sie dazu bewegen, mein Haus nicht mehr mit Steinen zu bewerfen? Generell? Ich schätze, ein Unterlassungsbefehl würde reichen. Aber dazu brauchst du Anwälte, Junge. Und die sind teuer. Okay, und was ist mit einer vorübergehenden Unterbrechung? Tja, ich darf mir meine Essenspausen frei einteilen. Dummerweise habe ich nichts zu essen. Was murmeln Sie dafür Zahlen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das sind irgendwelche Zielkoordinaten oder so. Aber der Teufel soll mich holen, wenn ich jemals hinter das System komme. Ich weiß nur, wie ich diesen Kaktus treffe. Auf diese Weise eiche ich das Katapult auf das Ziel ein. Würden Sie mir zeigen, wie Sie den Kaktus treffen? Nein, das mache ich nur, um das Katapult neu auszurichten. Ich möchte keine Steine verschwenden. Die Dinger sind teuer. Sie scheinen ein beschäftigter Mann zu sein. Viel Spaß noch bei Ihren Untaten. Danke. Kaum zu glauben, dass dieses dürre Kerlchen derart schwere Steine schleppen kann. Wer ist hier dürr, Gurkenhals? Mal sehen. 47, 7,3, minus okay. 35. Leb wohl, oh du grausames Abenteuerspiel. Vergiss es. Feuer! Hey, wir haben Vollmond. Ich soll den Mond mitnehmen? Aha. Mituk hat sich also endlich eine Brücke besorgt. Ich persönlich fand ja die alte Flaschenzugmethode für ein Piratenabenteuer passender. Oh, nein. Abgesperrt. Klopf, klopf. Wer ist da? Ist jemand zu Hause? Nein. Verschwinde. Wer bist dann du? Niemand. Hier ist niemand. Und wann ist vermutlich jemand hier? Später. Viel später. Erledige erstmal den Auftrag deiner Frau. Aber heute soll es eine Wachsshow geben. Nein, gibt es nicht. Doch? Nein, gibt es nicht. Es steht doch auf dem Schild. Nun, die Show wurde abgesagt. Alles okay, ich bin's. Wer ist ich? Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Netter Versuch. Guybrush und Elaine sind tot. Ich weiß, warum du hier bist, und die Antwort ist nein. Was redest du da? Stell dich nicht dumm, habgieriger alter Geizhals. Du meinst wohl, du kannst die ganze Insel aufkaufen, indem du ehrbare Piraten beleidigst. Tja, denk mal nach. Du kannst mir mein Haus nicht wegnehmen, solange ich dich nicht reinlasse. Hätte ich doch nie diese Brücke repariert. Niemand zu Hause. Und jetzt verschwinde. Okay, ich komme später wieder. Da steht, Schiff zu verkaufen. Dieser Schlauch sieht aus, als hätte er einen anstrengenden Tag. Sowas hat man am besten immer griffbereit neben der Grogmaschine. Im Moment muss niemand gerettet werden. Sie sieht eher gelangweilt aus. Das hebe ich nicht auf. Ich bin Guybrush Threepwood. Ich brauche ein Schiff. Schön für Sie.
Und was habe ich damit zu tun? Sind Sie der Hafenmeister? Nein, ich bin die Hafenmeisterin. Mein offizieller Titel lautet Leitende Schiffsregulatorin der Hafenmeisterei von Mealy Island. Ein Tochterunternehmen der inselübergreifenden Transport- und Verkehrsunion. Was bedeutet? Was bedeutet, dass ich für den gesamten Bootsverleih auf Mealy Island verantwortlich bin. Baby, meinetwegen kannst du die ganze restliche Woche auf meine Schiffe aufpassen. Was? War das eben ein Versuch, einen Regierungsbeauftragten zu beleidigen? Nein. So, Sie sind also für diese Schiffe verantwortlich. Sie sind ziemlich eingebildet für einen aufgedonnerten Nachtwächter, finden Sie nicht? Das ist doch nur der blanke Neid auf meinen Regierungsjob. Und der Job wäre noch besser, wenn ich mich nicht ständig mit Vollidioten herumärgern müsste. Ich befehlige ein Schiff. Nicht so schnell, Kleiner. Ohne meine Erlaubnis verlässt kein Boot diesen Hafen. Und ich wüsste nicht, warum ich Ihnen ein Schiff geben sollte. Aber Stan meinte, ich könnte... Ihre Beziehungen helfen Ihnen auch nichts. Ich bin mit der Gouverneurin verheiratet. Ich hörte, dass sie tot ist. Nun, sie hat durchaus ihre ruhigen Seiten, aber sie lebt. Und ist wieder auf Mealy. Und sie möchte regieren. Oh, sie war also die ganze Zeit auf Reisen, was? Ist ja toll. Na, lange wird sie nicht mehr regieren. Ich stimme jedenfalls für Charles. Er hat mir eine Beförderung versprochen. Kommen Sie schon, geben Sie mir ein Schiff. Die Vorschriften verbieten der Regulatorin, das bin übrigens ich, die Vermietung von Schiffen an Personen ohne entsprechende Berechtigung. Also in unserem Falle an Sie. Was könnte Sie dazu bringen, Ihren Standpunkt zu überdenken? Ich hoffe wirklich, das wird kein Versuch, einen Bediensteten der Regierung von Mealy Island zu bestechen. Was aus Ihnen wird, ist mir völlig wurscht. Ich habe nur keine Lust auf diesen lästigen Papierkram. Gibt es denn überhaupt kein Hintertürchen? Nein, so einfach ist das. Beweisen Sie mir, dass Sie berechtigt sind, ein Schiff zu requirieren und schon sind wir im Geschäft. Ach, bitte nur dieses eine Mal. Tun Sie es für mich. Weder für Sie, noch für einen anderen. Regeln sind dazu da, um befolgt zu werden. Beweisen Sie mir, dass Sie berechtigt sind, ein Schiff zu requirieren. Und schon sind wir im Geschäft. Vergessen Sie es. Schneller, als Sie denken. Sie müssen eine echte Schifffahrtsexpertin sein, wenn Sie einen so wichtigen Job bekommen. Nein, ich habe keine Ahnung von Schiffen. Und ich hasse Seereisen. Ich sitze hier nur meine Zeit ab, bis ein Chefposten frei wird. Von dieser Bürokratie bekomme ich Kopfschmerzen. Behaupten Sie später nicht, ich hätte Ihnen nichts gegeben. Die Scamba. Hier lungert das übelste Gesinde der Welt herum und knallt sich die Birne voll. Es muss hart sein, Darts zu spielen, wenn man nicht an die Scheibe herankommt. Vielleicht bilde ich es mir ja nur ein, aber mit nacktem Oberkörper zu darten, schreit doch nach Ärger, hm? Der menschliche Körper ist einfach anmutig. Meistens. Ich grüße den Meister des Grogs. Was kann ich für Sie tun, Mr. Marley? Threepwood. Ach ja? Entschuldigung, Mr. Threepwood.